Heute geht es weiter mit den Schutzengelprognosen für dieses Jahr 2020 und mit den Engeln grüße ich euch. Dein Schutzengel schickt dir folgende Botschaft für das Jahr 2020. Du bist im göttlichen Licht, lebe und liebe dein Licht der Göttlichkeit und folge deinem Herzen bedingungslos. Dies ist eine wundervolle Aufforderung, die dir die geistige Welt zukommen lässt. Doch was bedeutet es? Die Antwort ist: Zeige, wer du wirklich bist, ohne Verstellung, ohne Zögern und Ängstlichkeit. Teile dein Licht, das in dir ist, und lebe damit. Je mehr du zeigst, wer du wirklich bist, desto mehr liebst du dein Leben. Jeden Tag ein Stück mehr, Schritt für Schritt in dein eigenes Ich, ins wahre Selbst. Folge dieser Botschaft und lass sie in dein Herz. Es ist die Essenz tief in dir, deine wahrhaftige Liebe. Das, was wir sind, wenn wir auf die Erde kommen, unschuldig und rein. Der pure Ausdruck der Liebe mit der Kreativität des Spieles und Berührung. Sie lässt uns in Freude lachen und tanzen. Und diese Freude hast du in dir, wie auch immer unser Leben sein mag. Auch dann, wenn es dir noch so schwer erscheinen mag. Und nun beginnt ein neuer Zyklus. Und das ist in unserer Und das ist unser inneres Licht. Bereit im kollektiven Bewusstsein ist der Wandel im vollen Gang. Diese Wandlung kannst du in deiner Seele und in deinem Körper spüren. Die nächsthöhere Stufe lässt dich in eine höhere Frequenz schwingen, die Frequenz der Liebe. Es ist eine besondere Form der Liebe. Hör auf dein Inneres, das dir sagt, dass gleichzeitig die Liebe nur fließen kann, wenn ihre Frequenz hoch genug ist. In der Zeit deiner Angst kann die Liebe nicht fließen, weil sie jenseits der menschlichen Liebe ist. Und genau das ist es, was du dir ersehnst. Deine Sehnsucht, gleichzeitig frei zu bleiben und zu sein. Vielleicht kennst du diese Art der Liebe nicht, weil sie neu für dich ist. Diese Liebe ist frei von Angst. Der Angst, den Liebsten zu verlieren. Sei bereit für diese Liebe und öffne dich, damit sie bei dir einfließen kann. Eine Liebe im Licht, die alle Widersprüche überbrückt. Mühelos. Immer dann, wenn dich die Angst ereilt, deine Liebe zu verlieren, rufe deinen Schutzengel. Er ist für dich da. Bitte ihn um Hilfe und Beistand, damit du Angst, Sehnsucht und Schmerz verlierst. Dein Schutzengel hütet deine Seelenliebe. Er ist immer für dich da. Versuche es, in die Stille zu gehen. Lass alles um dich herum los und nimm den Kontakt zu deinem Schutzengel auf. Falls du Schwierigkeiten hast, dann frage mich. Ich helfe dir. In Liebe, Deria.